Ja, liebe Leute, diesmal habe ich die Michaela Engelmeier, allseits bekannt und beliebt. Sagt er mir eben Hallo. Tagchen. Beliebt weiß ich jetzt nicht, aber bekannt hoffentlich. Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Kannst dich ja mal kurz vorstellen, wann und wo bist du geboren worden? Wo wohnst du jetzt? Genau. Ja, also ich heiße Michaela Engelmeier. Ich bin geboren worden vor fast 60 Jahren, im Oktober 1960 in Hagen in Westfalen. Und ich lebe zurzeit in Lindlar im Oberbergischen Kreis. Okay. Dass du für den Oberbergischen Kreis bei uns im Bundestag gesessen hast, in der letzten Legislatur, das dürfte dir vielleicht allgemein bekannt sein. Aber so weniger bekannt von dir ist ja auch deine sportliche Seite, beziehungsweise dass du auch im Judo erfolgreich warst. Ne? Mit wie Ja. vielen Jahren, mit wie vielen Jahren hast du denn angefangen mit dem Sport? Mit 5. Ich hatte eine Mutter, oder ich habe immer noch eine Mutter, Gott sei Dank. Die ist inzwischen 80 und die war immer schon fit ihr ganzes Leben lang. Und die hat also in den 60er Jahren, 1960er Jahren, Judo gemacht, war Jugendleiterin und die hat meine Schwestern, ich habe noch 2 Schwestern und mich dann einfach immer mit zum Training genommen. Und da haben wir relativ früh angefangen, Judo zu machen. Wie gesagt, ich war 5, es war 1966. Ja, Und Moment, halt, Moment, wenn ich dich da mal eben ausbremsen darf, das ist ja schon die nächste Frage jetzt ein Teil davon. Da hast du ein Vorbild gehabt und wenn ja, wen und warum? ja, so mit den Vorbildern ist immer so eine Sache. Also ich hatte natürlich, fand meine Mutter ziemlich klasse, ja, dass die damals so als Frau erstmal so eine Sportart gemacht hat, die ja nicht unbedingt zu der Zeit von Frauen gemacht wurde. Und als ich dann aber irgendwann mal stärker wurde als sie, da war ich 12, da habe ich meine Mutter das erste Mal bei einem kleinen Übungswettkampf besiegt. Sie behauptet heute noch, das hätte nur daran gelegen, weil sie so lachen musste. Aber ich glaube, ich habe sie geschmissen. Nein, ich habe also im Judo immer so ein paar Vorbilder gehabt, logisch. Als junge Sportlerin fand ich den Axel von der Gröben ganz gut. Der war im Schwergewicht da schon, glaube ich, Europameister. Und als ich junge Frau war, war ich ein absoluter Fan von Frank Wienicke. Das ist unser Olympiasieger aus Los Angeles. Der war so meine Altersklasse. Ich kannte den noch aus der Jugendnationalmannschaft. Und den fand ich immer klasse, weil der immer erstmal schönes Judo gemacht hat und so unglaublich so einen Siegeswillen hatte. Und deswegen fand ich den eigentlich immer ganz cool, ja. Okay, gut. Gab es denn einen besonderen Grund, warum du damit angefangen hast, ausgerechnet mit dem Judo? Ja, wie gesagt, also das war einfach so, irgendwie blieb mir nichts anderes übrig, weil ich immer sowieso beim Training dabei war. Aber ich habe relativ schnell festgestellt, ich bin ein sehr lebhaftes Kind gewesen. Ich bin heute auch immer noch lebhaft, aber als Kind war ich das besonders. Und Judo ist einfach eine Sportart, die einem da hilft, weil du dich einfach körperlich auspowerst, ne, wenn du das Training machst und so. Für mich war das einfach großartig. Ich habe diese Sportart wirklich geliebt und habe mein ganzes Leben eigentlich immer davon auch gezehrt, dass ich Judoka war oder Judo gemacht habe, weil Judo ja nicht einfach nur so eine Sportart ist, sondern auch so ein bisschen so eine Philosophie. Man muss wirklich viel trainieren, nicht nur eben die Techniken, sondern auch man muss konditionell gut drauf sein. Es ist ein Kraftsport. All diese Geschichten, das hat mir immer viel Spaß gemacht und ich war richtig ausgepowert. Okay, und in welchem Alter hast du dich dann entschieden, das Ganze professionell anzugehen? Ja, das habe ich, also es ist ja im Judo so, dass man dann am Anfang erstmal seine ganzen Gürtelprüfungen macht. Das habe ich dann alles durchgemacht. Ich kann mich erinnern, dass ich 1968 bei der Hagener Stadtmeisterschaft, ich komme ja aus Hagen, dass ich da mitgemacht habe und da auch gewonnen habe, Stadtmeisterin geworden bin. Übrigens damals noch mit Jungs als Gegnern. Also es war da noch Das so war dann ein, damals noch möglich mit gemischten ja, ich Proben habe die alle sozusagen. besiegt. Ich sehe heute noch bei der Siegerehrung das vor mir, die ganzen Jungs alle ein bisschen traurig waren, dass sie da vom Mädchen geschlagen wurden. Und da habe ich damals schon gedacht, das macht mir echt Spaß, das Kämpfen. Und dann habe ich richtig angefangen, sagen wir mal, mit dem Leistungssport. Hochleistungssport war es noch nicht, als ich so 14, 15 war. Da bin ich in die Landesauswahl von Nordrhein-Westfalen gekommen. Also in Landeskader und habe dann da auch schon damals zu so der Zeit dreimal am Tag trainiert. Ich weiß, dass ich
von Hagen aus, dass ich mal nach Köln ins Bundesleistungszentrum so im Judo zum Training gefahren bin. Das heißt, ich bin aus der Schule gekommen, bin in Zug, habe meine Hausaufgaben im Zug gemacht, habe da trainiert und bin wieder mit dem Zug zurück. Das habe ich über Jahre gemacht und dreimal am Tag Training. Ich bin morgens vor der Schule laufen gegangen. Ich habe nachmittags Krafttraining gemacht und abends habe ich dann Judo-Training gemacht und dann bin ich drin. Aber du bist nicht von dreimal von Hagen nach Köln hin und zurück am Tag oder wie? Nein, nee, also das Laufen war zu Hause, das Krafttraining konnte ich auch, dreimal in der Woche habe ich das gemacht. Ich bin dreimal in der Woche nach Köln zum Training gefahren. Restliche war ich in meinem eigenen Verein, ich war also in Hagen, im Judo-Club Hagen und habe dann irgendwann gewechselt zur Sportunion Wittenan. Die hatten, das war eine Bundesliga-Mannschaft damals schon, also Männer-Bundesliga, und da hatte ich dann andere Trainingspartner, aber bis ich 15, 16 war, war ich bei meinem alten Verein, eben im Judo-Club Hagen. Okay, ja. Und wenn wir jetzt mal auf die Wettkampfebene gehen, wer hat dich denn damals da unterstützt? Ja, das war ganz klar erstmal meine Mutter, die ist immer mitgefahren, die war meine nicht nur meine Übungsleiterin, sondern auch noch eigentlich ein bisschen mein Coach. Und dann hatte ich noch einen männlichen Coach, das war früher noch so, so Trainer Georg Bauer hieß der, ich werde den Mann nie vergessen, der hat gelebt für Judo und für seine Judo-Schülerinnen und Schüler. Und der ist zu uns nach Hause gekommen, der hat mit uns am Wochenende für die Gürtelprüfungen geübt, der ist mit uns laufen gegangen und der ist natürlich auch immer mitgefahren. Und ich hatte große Unterstützung halt von zu Hause. Ja, die haben das schon gefördert, dass ich das mache, weil das war ja schon zu der Zeit, also wo andere Leute oder andere Mädchen in meinem Alter, was ich am Wochenende in eine Disco gegangen sind, bin ich halt auf Wettkämpfen gewesen, ja. Hat mir aber nie was geschadet, hat auch mich in meinem Geist ziemlich gestärkt. Also all das, was ich in den ganzen Jahren auch dann irgendwann mal politisch gemacht habe, das ist schon eine Folge daraus, dass man sehr diszipliniert sein musste. Ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben geraucht oder Alkohol getrunken. Das waren alles so Sachen, die ich einfach so als Hochleistungssportlerin damals eben nicht machte und auch für mein Leben mich dann oder entschlossen habe, das auch nicht zu tun. Und das ist schon gut gewesen, ja. Ja, gut. Also wenn wir jetzt von Leistungssport reden, was waren denn deine größten Erfolge? Ja, meine größten Erfolge waren tatsächlich, dass ich westdeutsche Meisterin war und dass ich dann auf deutschen Meisterschaften, eben auf diesen deutschen Meisterschaften auch mehrere, immer Erfolge hatte. Das heißt, immer platziert war, also entweder in Gold, Silber oder Bronze und dann eben in diese Jugendnationalmannschaft gekommen bin und wo ich dann schon tolle Reisen gemacht habe übrigens, ne, Länderkämpfe und dann in der Frauennationalmannschaft eben war und dort gekämpft habe. Ich habe internationale Turniere gewonnen, ich habe sie auch nicht gewonnen. Also es war alles dabei. Ich war jetzt, sagen wir mal so, ich war jetzt nicht so die absolute Spitze, also dass ich jetzt jedes Jahr deutsche Meisterin oder was geworden bin, aber ich war immer in der deutschen Spitze dabei und das war für mich auch, sagen wir mal so, war schon ein spannendes und tolles Leben. Das habe ich schon gerne gemacht. Ja gut, also ich denke auch erstmal die Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft oder so zu schaffen, das ist ja auch nicht jedem vergönnt und da bist du ja schon einen Schritt weiter als viele andere. Ne? Und wenn wir jetzt von den Erfolgen reden, was war deine größte Pleite oder dein größter Rückschlag? Ja, der größte Rückschlag war tatsächlich diese Olympiageschichte. Also der Traum eines jeden Leistungssportlers ist, irgendwann mal bei den Olympischen Spielen zu starten. Und ich war in der deutschen Rangliste die Nummer 2 damals. Da war ich die Hälfte von dem, was ich heute bin. Also damals noch bis 60 Kilo, so hieß die Gewichtsklasse. Und ich hatte mir große Aussichten tatsächlich bei diesen Olympischen zu starten, wo Judo, Frauenjudo als Demonstrationswettbewerb war. Und ich habe mir 3 Monate vorher mein rechtes Kreuzband zerfetzt bei einem Turnier. Deutsche Hochschulmeisterschaft war das, wo ich mitgekämpft habe, wo ich gedacht habe, ja, das kannst du noch mal so als Vorbereitung machen. Und da war das dann dummerweise so, dass ich mir mein rechtes Knie komplett zerlegt hatte und damit war der Traum von Olympia ausgeträumt. Das war für mich eigentlich das, wo ich mein ganzes Wettkampfleben immer so ein bisschen immer mit gehadert habe, wo ich gedacht habe, Mensch,
das wäre die Krönung gewesen, ja, wenn du mal bei Olympia gestartet wärst. Aber ich bin dann später als Sportfunktionärin, also Judo-Funktionärin, häufiger bei Olympischen Spielen gewesen und fand das auch immer toll, aber habe immer gedacht, ach Mann, wäre auch schön gewesen, wenn du selber mal mitgekämpft hättest. Ja, ne? Aber guck mal, Michael, so wie ich dich kennengelernt habe, das war in dem Moment, war das bestimmt nicht ohne Tränen, ne? Nee, natürlich nicht. Das war ich auch schon immer emotional. Ich war berüchtigt dafür, wenn ich gewonnen habe, dass ich gefeiert habe wie ein Teufel und wenn ich verloren habe, dass ich geheult habe wie ein Teufel. Aber weiß ich, gehört das ja dazu. Ich bin lieber emotional als irgendwie so ein Klotz, der dann, dem man das nicht anmerkt, ob oder nicht. Habe ich übrigens für mein ganzes Leben immer schon so gehabt. Ja, genau. So, wenn man als quirliges Mädchen anfängt, ne, und dann kann man auch ein bisschen Emotion zeigen. Gut, also zurückblickend auf deine Karriere, welche Werte und Mentalität kannst du aus dem Sport in dein weiteres Leben mitnehmen? Ja, also wie gesagt, ich finde, dass ja Judo sehr speziell ist, ja eine fernöstliche Kampfsportart, also aus Japan kommt es. Der Japaner an sich ist ja da eher immer so der sehr höfliche Mensch, der darauf achtet, dass er anderen Menschen, also dass er denen nicht zu nahe tritt oder so. Was habe ich mitgenommen? Erstmal Durchsetzungskraft, das habe ich unbedingt mitgenommen. Als Hochleistungssportlerin musst du dich selbst disziplinieren und du musst dich auch durchsetzen, sonst hat das alles gar keinen Sinn. Ich habe ein gutes Zeitmanagement mitgenommen. Viele Leute haben mir früher immer gesagt, Mensch, wie schaffst du das immer alles? Was machst du? Du läufst, du arbeitest, du machst Politik. Aber das habe ich wirklich aus meinem über Jahre dieses strenge Training, also dreimal am Tag trainieren, aber trotzdem noch zur Schule gehen und noch eben damals dann noch eine Ausbildung und ein Studium machen, das nimmst du alles irgendwie mit. Und was ich auch mitgenommen habe, und das ist das, was ich immer gedacht habe in der Politik, dass das wichtig ist. Ich finde es auch immer noch wichtig, habe aber auch festgestellt, dass es leider auch von anderen nicht so gesehen wird, ist dieser Fairness-Gedanke. Also ich bin immer an alles rangegangen und habe versucht, möglichst fair zu bleiben. Und auch übrigens als Politikerin nicht irgendwie mal so die Abgezockte werden, die man nicht mehr ansprechen kann. Ich weiß, dass ich zu Beginn meiner Politikerkarriere auch mal zu einer Freundin gesagt habe, kennen wir gemeinsam, nämlich Heidi Schmeiß-Noack aus Nürnberg, mir gesagt habe, pass auf Heidi, wenn ihr merkt, dass ich mich irgendwie verändere, dann nehmt einen großen Anlauf und tretet mir mal einmal irgendwo hin und sagt, pass mal auf Mädchen, komm mal wieder auf den Boden. Ne? Und ich glaube, das habe ich mir so aus dem Sport einfach mitgenommen. Ja, gut, okay, über deine Politikerkarriere und sowas, da können wir ja vielleicht noch einen zweiten Termin machen oder ein zweites Interview, jetzt geht es ja erstmal hauptsächlich um deine sportliche Karriere. Wie oft hattest du denn damals daran gedacht, aufzuhören, wenn sie jetzt auch mal so Rückschläge gab und so? Nee, ich habe nie gedacht. Ich habe wirklich schwere Verletzungen gehabt, also nicht nur diese Geschichte mit dem gerissenen Kreuzband. Ich habe meinen Wirbel gebrochen gehabt, Lendenwirbel, all diese Geschichten. Und ich habe immer wieder, also nachdem ich die ersten Verletzungen im Krankenhaus aufgewacht oder wo auch immer, gesagt, Mann, ich muss sofort wieder fit werden, damit ich wieder los kann. Ich habe nie gedacht, aufzuhören. Und als ich dann aufgehört habe, und zwar übrigens mit 35 Jahren, habe ich meinen letzten Bundesligakampf gemacht. Ich hätte noch ein Engagement bekommen, nochmal für eine Saison, aber mir war das inzwischen langsam ein bisschen peinlich, dass ich so als älteste Kämpferin in der Bundesliga da immer noch gekämpft habe. Und da hatte ich dann so ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich den letzten Kampf, den ich gemacht habe, Judo ist ein ganz fairer Sport, aber im Gefecht passiert es schon mal, dass eine Gegnerin sich da auch verletzt. Und ich werde es nie vergessen. Wir gehen aufeinander zu, so haben uns, wir begrüßen uns beim Judo ja immer mit einer Verbeugung. Das sagt ja auch schon viel darüber aus, was wir da tun. Und die fasst mich an und haut mir so mit der flachen Hand unter mein Jochbein. Und ich habe im Kampf gemerkt, wie sich mein Gesicht so vergrößert. Und da habe ich gedacht, sag mal, Michaela, bist du verrückt? Was machst du denn hier? Du siehst jetzt wieder 4 Wochen aus, als wenn du Prügel irgendwo gekriegt hättest. Und jetzt musst du auch mal aufhören. Und das war für mich dieses Schlüsselerlebnis. Und es war auch so, ich hatte ein dickes blaues Auge. Und überall, wo ich hinkam, haben die Leute mich mitleidig angeguckt, haben gesagt, na, Frau Engelmeier, alles gut zu Hause und so. Ich habe es dann erklärt. Das war leider ein bisschen das Schlüsselerlebnis. Und dann habe ich aufgehört mit Judo, weil es dann auch körperlich anstrengend wurde. Aber wie das so ist als Hochleistungssportler, du kannst ja nicht einfach aufhören. Du kannst ja nicht sagen, so, ab heute mache ich mal nichts mehr. Und ich habe dann damals echt angefangen zu laufen. Was ich übrigens als Judoka immer gehasst habe, weil ich hatte immer nie mein Gewicht. Judo musste Gewichtsklassen haben. Ich musste immer vor so einem Wettkampf 5-6 Kilo abnehmen. Und wie macht man das am besten?
Man zieht sich Trainingsanzüge und einen Schwitzanzug übereinander und rennt morgens um 5 durch die Gegend. Da hast du dann schon mal 2 Kilo weniger. Und das war aber das für mich, wo ich dann wirklich ein bisschen Abstand nehmen konnte von meinem Judo und habe dann durch das Laufen eigentlich, ja, das habe ich ja dann auch so lange gemacht, also bis 2012 eben mit 20 Marathons gefinishten, wo du auch immer wieder so trainieren musstest. Das war immer das, was ich wichtig fand, dass ich wieder so ein Ziel hatte, weißt du, wo ich drauf hin trainieren konnte. Ja, und deswegen war das dann so die Zeit, wo ich selber für mich dann gesagt habe, ja, okay, es gibt eben auch einen Ersatz. Und mein Judo-Sport war dann halt das Laufen. Ne? Okay, und dann sind wir ja auch schon fast am Ende bei der vorletzten Frage. Ja. Was motivierte dich denn damals, dran zu bleiben? Also wenn du jetzt von den ganzen körperlichen Rückschlägen gesprochen hast. Also was motivierte mich, dran zu bleiben? Erstmal ist Erfolg immer toll, ja, denke ich mal. Egal, ob man den in der Schule oder beruflich oder sportlich hat. Für mich war es immer wichtiger, im Sport erfolgreich zu sein. Beruflich ging es dann auch. Aber das fand ich schon mal relativ gut. Natürlich ist es toll, wenn du auf irgendeinem Siegerpodest stehst und die Leute feiern dich und du bist bekannt und so. Das fand ich schon schön, aber besonders für mich selber fand ich das auch immer so als Bestätigung. Weißt du, dass ich, wenn ich auf was hintrainiere, dass ich das schaffe und dass ich da auch manchmal verliere, aber oft auch gewonnen habe. Das war also für den Charakter, glaube ich, ist das gar nicht so verkehrt gewesen. Und dann hat mich natürlich auch immer motiviert, dass ich auch körperlich eben immer ziemlich fit war. Klar, ne? Bei so viel Training bin ich das immer gewesen. Deswegen ist es für mich jetzt im Moment auch immer so ein bisschen schwer, dass ich so denke, Mensch, Michaela, hast dich ganz schön gehen lassen. Ja, gewichtsmäßig ist klar, wird man, wenn man älter wird, ein bisschen fetter. Aber im Moment bin ich wieder dran. In mir erwacht der alte Kämpfer wieder. Der sagt so, und jetzt trainierst du mal ein bisschen, damit du mal wieder körperlich in Form kommst. Und ja, das sind so Geschichten, die haben mich mal dazu getrieben, weiterzumachen. Genau, immer das nächste Ziel im Auge und immer vorwärts. Genau. Ne? Ja. Ja, also als letztes dann noch, was würdest du denn einem blutigen Anfänger raten, um erfolgreich zu werden? Ja, was würde ich einem blutigen Anfänger, ich würde ihm also erstmal sagen, immer dranbleiben, egal ob es wehtut oder nicht. Ne? Es gibt im Sport eben schöne Tage und es gibt auch weniger schöne Tage. Die schönsten Läufe, die ich gemacht habe, waren übrigens die, wo ich keinen Bock gehabt habe, wo ich schon überlegt habe, gehst du zum Training oder gehst du nicht. Aber wenn ich dann gelaufen bin, dann ging das. Und man muss immer ein Ziel vor Augen haben. Also immer irgendwie für sich sagen, das will ich jetzt erreichen und da bleibe ich dran. Und das hilft einem dann übrigens auch wirklich richtig im Leben, wenn man das irgendwann verinnerlicht hat. Ich habe immer so einen schönen Spruch, der hat gesagt, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Spruch, den ich mir so als Lebensmotto immer oben drüber irgendwo habe. Ja. Ja. Genau, also das finde ich auch ein prima Schlusswort. Liebe Leute, ihr habt gehört, immer schön dranbleiben und weitermachen. Dann klappt es auch mit der Karriere. Ja. Vielen Dank, Michaela.